also noch zwei Kämpfe. Gut, wir auf jeden Fall hinkriegen. Ah. Sieben Männer von Hurensohn. Sind jetzt gleich tote Männer. Au revoir. Muss man hier wieder durch die halbe Stadt laufen. Ja, okay, da drin. Gehe ich zum Beispiel von aus. Warum kommen wir eigentlich immer von der Hintertür? Ich habe Stoff. Sehe ich einen Herausforderer, der den Kampf unterwerfen will. Wo ist. Ah. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Rambock, die Rambe. Solange der Meister sich vorbereitet. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen. Solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Oh, der ist ja nur Stufe 15. Der ist sehr süß. Unser Sieger und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Danke. Hier ist ein Preis. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Jo. Und da werden wir jetzt als nächstes hingehen. Dann haben wir auch das fertig. Schätze ich zumindest mal. Ich weiß nicht, ob es da dann noch einen Kampf gibt. Wäre ja nicht verkehrt. Scheiße. Reihen oder nie Reihen? Hallo, Herr Dieb. Das ist der Buchmacher. Ich heiße Geralt. Patty Gruber, Buchmacher. Du bist sicher hier, um zu kämpfen. Ich bin bereit. Hört ihr? Endlich ein Kampf! Unser Meister Archibald O'Neill tritt gegen Geralt an. Kämpft! Lass die Faustkämpfer los. Gewonnen. Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Meister. Den Mann, der Archibald O'Neill entthront hat. Bravo, Geralt. Ein schöner Kampf. Ich will Meister von Novigrad werden. Gegen wen muss ich kämpfen? Durden der Schneider. Kämpft jeden Abend in den Vororten, wo die Anderlinge sich angesiedelt haben. Gut. Also doch noch einen letzten Kampf.
Wenn wir in diese Richtung. Hilfe. Wir wollen ja auch den letzten Kampf machen. Nicht zu verachten. Ich will aber eins noch mal kurz machen. So. Mir gefällt das ja, wie ich es hier hingezogen habe, noch nicht so ganz. So. Und dann aber bitte einmal nochmal wieder hier näher ins Blickfeld. Ich hatte nämlich hier den Monitor einmal umgestellt gehabt. Ich wollte jetzt einmal gucken, dass ich das wieder so halbwegs nochmal hinkriege. Wird es dem Schneider gelingen, Meister Zanix? Wir haben dich erwartet und schon Wetten angenommen. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. In welcher Welt solltest du mich fragen können? Ach du grüne Neune, der ist das? Dürr wirken, aber denk dran, er hat den Feldwebel des blutigen Barons von Velen besiegt. Ja, wir setzen einfach mal alles. Ich bin hier, um gegen den Schneider zu kämpfen. Mal. Also los. Hört, hört, Novigrader! Welch Ereignis! In wenigen Augenblicken tritt Geralt von Riva gegen den Schneider an. Hier mit dir, Arschloch. Oh, diese Stimme, Onkel, ne? Gordon näht dir ein neues Gesicht. Komm, wir sollten langsam. Alter, ich will nicht verlieren. Jo. Aber knapp. Knippi knappi. Doden ist nicht mehr Meister. Der Titel gehört ab sofort dem Vagabunden. Wenn du noch nicht genug hast von der Klopperei, findest du in Velen und Skellige weitere Gegner. Ja, in Velen habe ich ja alle besiegt. Ich mit Krach. Ach komm, ja, Krach ist ja hier in der Nähe. Ach nee, das war ja nur durch Schnellreise. Okay. Alles gut. Hab nichts gesagt. Okay, Sphäros möchte ich dafür nicht aufgeben. Sachen. Mal hier mal das hier. Und dann einmal. Und 7 Katzen. Ich setze meine Hoffnung auf die Freude. Entschuldigung. Ein Dorf voller Katzen. Wie toll ist das denn bitte? Liebe Katzen. So. Versuchen wir hier mal. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Das dürfen wir wieder Spürhund spielen.
Ja, wie unendlich viele Katzen. Her mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Hör mal, es ist so. Entweder gibst du mir die Papiere oder ich nehme sie dir weg. Meinst du, ich lass mich so leicht ins Boxhorn jagen? Würdest du. Oh, wow, ein Fausthieb. Verschissener Gauner. Schluss jetzt. Ich geb dir die verdammten Papiere. Nimm sie. Okay. Dankeschön. Nun, dann haben wir nämlich auch das erledigt. Gut, wir sollen gleich die nächste Frage, was wir als nächstes machen. Na gut, ich würde sagen, wir machen erstmal alles um Novigrad rum. Weil wir sind ja jetzt hier gerade in Novigrad. Nun? Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber, die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Okay, wo soll denn Roche sein? Ach, da. Gut, Dijkstra ist ja sowieso hier in Novigrad. Dann machen wir einmal kurz Dijkstra. Ist zwar Hauptquest, aber eher Sammel Durium an Aufgaben. Deswegen machen wir das einfach. So, und speichern wäre vielleicht auch mal eine ganz sinnvolle Möglichkeit. Ich habe jetzt, glaube ich, seit fast 3 Stunden nicht gespeichert. Nur nehmen wir die ganze Zeit die Autosaves. Also die Autosaves. So, also einmal zu Dijkstra und danach kümmern wir uns sofort wieder um die Nebensachen. Muss das sein? Den ganzen Tag unterwegs. Kann man eigentlich, also das würde mich echt mal interessieren, ob man alle als Waffenbrüder sammeln kann. Ich denke mal, ja. Und wie lief's mit diesem Heiler? Roche hatte ich ja eigentlich auch gerne noch mit in der Gruppe. Ich denke mal, es kommt drauf an, wie wir uns im bisherigen Spiel geschlagen haben. Ob wir für die Leute oder gegen die Leute waren. Deswegen bei Dijkstra könnte es vielleicht schwierig werden. Wobei im Nachhinein. Wir müssen einmal hier runter. Hier runter. Nicht wieder falsch laufen. Jetzt mal bin ich immer falsch gerannt. Dächen. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Mhm. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher.
Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd. Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Ja, mehrmals. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine okay, Hilfe, ich hab's mir gedacht. Weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Ich hab's mir gedacht. Aber es war ein Versuch wert. War einen Versuch wert. Gut, also Rosch machen wir noch nicht. Nebenquest erstmal, Hauptquest erstmal weg und einmal die Nebenquests. Gut, sind ja gar nicht mehr so viele. Das hier noch. Okay, das hier ist Hearts of Stone. Ja, die Gwent-Quests werde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich bin einfach zu... Ich kapiere das Spiel nicht. Ich habe Gwent bisher nicht kapiert. Ich denke mal, ich werde eines vielleicht versuchen. Versuchen. Ob es was wird, kann ich nicht versprechen. Ein Plötze. Wenn ich das Ding in den Sand setzen sollte, bleibe ich dabei, dass wir es nicht tun. Ich werde das Spiel sowieso irgendwann nochmal spielen. Allein weil es ja hier mehrere Enden gibt. Genauso wie in den anderen Teilen. Warte mal. Wir wollen Monster töten. Oh. Ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, gehe ich mal von aus, ne? Kann ich? Komm ich? Kann ich einen auf Assassin's Creed machen? Nein, kann ich nicht. Okay. Es wird nicht einfach, Magier in diesem Haufen zu finden. Das ist einfacher als du denkst. Ich könnte jetzt einmal auf die andere Seite gehen, aber... Was gibt's denn? Wir haben ein Problem, Meister Hexer. Ein Freund von uns wurde verletzt und wir finden ihn nicht. Der Arme könnte verbluten. Du hast doch schon so viele Monster verfolgt. Könntest du auch unseren Freund finden? Wir zahlen auch was. Warum nicht? Ein kleiner Umweg wird nicht schaden. Geh voran, Meister Hexer, aber so schnell es geht. Der arme Kerl braucht Hilfe. Ich brauche erst eine Spur. Irgendwelche Ideen? Ja. Er ist gerannt zum Hafen. Kam aus der Kanalisation. Kanalisation? Der Geruch müsste einfach zu verfolgen sein. Yeah. Auf zum Kampf! Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht Och, so einfach nö, nicht haben. Der wieder. Du hast Freunde dabei. Kämpfen die auch alle zu das Ehren dritte der Mal. Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach, oh, ja. Wie kann man so unzufrieden damit sein, so blöd zu sein, zu kämpfen? Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Mach die Augen auf. Du hast ja auch nicht gefragt. Aber bitte, da ihr euch schon die Mühe gemacht habt, kämpfen wir. Nein, hier würde ich mich nicht verstecken. Der Hexer liegt falsch. Lol. Jetzt links! Links! Ah! Tötet den Bastard! Schlag verdammt nochmal zu! Geralt, zieh verdammt nochmal dein Schwert. So. Du kleiner. Okay. Okay. Ja, ne? Da liegt er nun.
ist denn... Okay. Lust auf ein Schäferstündchen. Nein, nein, kein Schäferstündchen. Wenn du was sehen willst, musst du dafür bezahlen. Hm? Nee, nee. Will ich noch nicht. Ist auch noch ein Auftrag, aber ich würde gern erstmal das hier machen. Ich glaube, ich habe die andere Aufgabe eh schon vergeigt. Deswegen. Ich schick mein Prügel dick, okay. Hallo, das ist der Ort. Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Geh voraus. Wunderbar. Komm. Ach, das war dieser Typ. Okay, ich weiß wieder. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend. Also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Das ist ein Witz, oder? Ihr kriegt ein Zehntel. Geralt, was hast du? Ruhe. Du spielst mit dem Feuer, Arschgeige. Ich muss nicht mit dir feilschen. Letztes Angebot. 40%. Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Wirklich keine schlechte Idee. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Na, haut er gleich ab. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Schwanzhobler, hä? Verdammt, wer ist das jetzt? Den sollte ich mir vielleicht mal merken. Au. Nein! Vielleicht nicht unbedingt die Schwerter wechseln. Au. Aua. Au. Du bist Gucci? Aua, aua, aua. Geralt fliegt erstmal Kilometer weit weg. Ja klar, der Elf steht einfach nur in der Ecke, ne? Aua. Hörst du jetzt mal auf, mich hier immer wegzuschleudern? Aua. Hier lang! Geralt, schnell! Habt ihr sonst noch dabei? Brot. Noch mal eine Schnur. So viele Schnüre muss ich nun auch wieder nicht mitnehmen. Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin! So, nur vielleicht. Mir nach.
Und jetzt? Junge. Götterscheiße. Du solltest vielleicht mal mitkommen. Okay. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Nur wird bei mir kein Problem. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte. Viel Glück! Hattori, warte. Müssen wir eigentlich jedem hinterherrennen? Nur nicht reiern. Die Passiflora ist Novigrads bekanntestes Bordell. Aber es gibt auch noch. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis mit den Werne hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt einen Söldner, Sukros, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hackern nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Ja, und dann soll er dir helfen. Er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Geralt, der Seelsorger von Novigrad. So, jede kleine Scheiße zieht er an. Wenn man es mal genau nimmt, müssten wir eigentlich schon arm sein, so viel wie wir bloß so. Kaputt helfen. Ich sollte wohl eingreifen. Ich glaube, das brauchst du nicht. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich ein Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Doch. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Okay. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sukros. Gut gemacht, Kumpel. Ein Bierchen zur Beruhigung? Och ja, würde ich nicht sagen. Stimmt, wir haben noch Bier.
Ein steht sogar noch draußen auf der Treppe. Kommt aber erst später. Viel, viel später. Was bringt dich her, Geralt? Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn es was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen? Mhm. Ich bring dich um, Arturi. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Mhm. Verdammt. Da war ja sogar die Quest für Rittersporn besser. Wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Medvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Na, für gerecht halte ich das jetzt so nicht, aber... Hey, Silbermähne! Komm ich jetzt da wieder raus? Ich habe so graue Haare, weil mir ständig irgendwelche Leute wegen irgendwelchen Aufträgen in den Ohren liegen. Suchst du was? Na komm. Umzingelt ihn! Mama! Der hat ernsthaft noch seine Mama gerufen? Süß. Das kann ja jetzt weiter werden. Ein Kunde mit Verstand. Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrus. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Also nie. Hast du ein Problem mit Sucrus? Und ob. Met soll ich importieren. Was für eine blöde Geschäftsidee. Die Importzölle. Beim bloßen Gedanken daran schrumpeln mir die Eier. Ich hab dem Mistkerl die vereinbarte Summe minus die Hälfte der Zollgebühren gezahlt. Und eher wachsen Palmen auf Skellige. Ja, ich weiß. Dafür habe ich keine Zeit. Bis dann. Okay. Ja, und das hier dann die... Deine Dummheiten, Söhnchen. Ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Aber oh. Wahrscheinlich müssen wir... Na. Unten. Was sollten wir hier unten tun? Nee. Wäre ja auch zu einfach. Und auch unlogisch. Wahrscheinlich sollen wir die einfach zerschlagen. Oh. Keine Dummheiten, so bist du. Ja. Hier kommst du nicht drin raus. Okay.
Ja. Er ist verrückt geworden. Lauft! Warum haben alle Angst vor Geralt? Ich verstehe das gar nicht. Da schwebt was in der Luft. Das Postschiff ist auch noch nicht in den Hafen angelaufen. Ist es nicht und wird es. Wo war hier noch mit dem Eingang? Hier. Da. Der sitzt da. Hallo. Hi, hi, Geralt. Die Straße wie geht's denn so? Und dann ins Gasthaus. So viel zu der Lieferung. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Und die Katze springen wieder. Du sollst springen, nur jemanden Katze im springen. Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Ape Hattori, der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, ein Wolf wenn du den Wolf. Einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Oh, mal zu Hattori zurück. Die Nebenquests bringen ja jetzt nicht so sonderlich viel, ne? Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. Also, was soll's sein? Nicht du. So. Da vorne ist Hattori. Ich will schick. Hey, Heiserkleider! Was möchtest du, Junge? Die Huren in dieser einen Straße. Grüß dich, Hattori. So groß hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden? Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke. Dann ist schon. Ja. Nachts auf jeden Fall, ja. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein. Damit wärst du nie einverstanden. Och. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten... Etwas im Halter. Ja. In was verwickelst du mich da? Willst du dich auch bemalen lassen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Das stimmt ja. Wegen deiner Angst vor Nadeln. Rüstungen, Triboke, unter anderem, denke ich mal, oder? Na schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lager. Oder möchtest du im Alter nicht so ein die ich brauche, sind sehr zerknülltes Ding auf deiner Haut haben? Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Nach Ammoniak, hör. Deswegen lasst ihr das Gesicht. Also. Hallo, so groß. Oh, Geralt. Stimmt, wie du hast ja nie Hattori Angst. Hat einen Auftrag für uns. Super. Ich finde gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten gerade aus deswegen Ernst van Horns Lagerhaus. Ist mehr als genug Sie Fläche da, um ein paar Kleckse drauf zu machen. Klingt machbar. Ich weiß, wir können ja erstmal mit Fingerfarben anfangen. Lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann.